Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Whisky und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Crafter. Ja, wie wir beim letzten Mal oder was wir beim letzten Mal gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich unser erstes Grün auf dem Planeten, wir haben unser erstes Gras gepflanzt und ja, wie wir sehen, ne, wir sind aktuell in der Regenstufe und haben ja knapp 10% zum flüssigen Wasser abgeschlossen. Unsere Tafel, die tickert hier wunderbar nach oben. Das heißt, in absehbarer Zeit werden da auch wieder neue technische Spielereien freigeschaltet werden. Wir können ja mal kurz gucken, was hier so die nächsten Sachen sind. Rucksack T5 wäre eine Sache. Heizungsstufe T4, das dauert aber noch ein bisschen. Algengenerator, ja, das wird in absehbarer Zeit passieren. Und Kernreaktor T2, der dauert auch noch ein bisschen. Aber wir haben ja hier noch einige Sachen, die wir noch gar nicht gebaut haben. Also hier zum Beispiel dieser Erzextraktor oder den Biodom. Und da werden wir dann halt gucken, dass wir das jetzt zeitnah mal in Angriff nehmen, genauso wie wir unsere Base noch erweitern wollten. Ja, wir sind ja momentan einstöckig und ich würde da gerne noch eine Etage draufsetzen. Ich muss jetzt bloß mal schauen, okay, wir haben Wasser, wir haben Sauerstoff. Wir bräuchten dann vielleicht mal etwas Eis. Ich gucke mal, ob wir noch was eingelagert haben. Ich würde nämlich ganz gerne, ja, hier haben wir noch Eis. Ich würde nämlich ganz gerne mit euch mal gucken gehen. Wir hatten doch da diese Höhleneingänge, die dazu gefroren waren. Und da würde ich tatsächlich mal gerne schauen, ob wir da jetzt weiterkommen. Es hieß ja irgendwie ab 100 Nanokelvin beginnt das zu schmelzen. Wir sind jetzt bei über 160. Schauen wir doch einfach mal. Das heißt, wir müssen da hinten wieder zu diesem Schiff hoch. Den Weg kennen wir ja mittlerweile recht gut. Und auf dem Rückweg können wir dann eventuell gleich noch was von unserem Loot mitnehmen, der da in unserer Kiste noch schlummert. Und ja, dann schauen wir mal. Das nächste, was wir noch in Angriff nehmen wollten, ist, man sieht da hinten ist so ein Durchgang. Da würde ich halt auch ganz gerne nochmal so erkundungstechnisch durch oder lang gehen, gucken, was da noch so ist. Und wie gesagt, wir brauchen ganz, ganz dringend Superlegierung. Superlegierung, dass wir um uns zum Beispiel um diesen Biodom kümmern können. Dafür brauchten wir Superlegierung und für den Erzbohrer wohl auch. Da fehlte uns aber auch noch dieses Osmium, was wir ja aktuell noch gar nicht haben. So, unsere wunderschönen windschiefe Zwischenstation, die da oben noch so hängt. So, wir gehen mal hier rein. Tanken mal ein bisschen Sauerstoff und gucken mal, was wir hier noch so zwischengelagert haben. Okay, die Nahrung, die können wir uns gleich mal gönnen. Na, hier haben wir noch ein Wasser, das können wir auch gleich konsumieren. Ja, und ihr seht, also wir haben hier noch so ein bisschen Zeug, was wir denn auf dem Rückweg noch mitnehmen können. So, okay, also man sieht, es hat sich jetzt noch nicht so wirklich viel getan. Kommen wir hier irgendwie durch rüber? Okay, ja, wir können uns. Ah, naja, ich habe gerade so ein bisschen Sorge, dass wir da vielleicht nicht mehr hochkommen und dann da elendig drin verrecken. Okay, das heißt also, ich denke mal, das werden wir denn in einer der nächsten Folgen, werden wir da mal gucken gehen können. Und so wie ich das gesehen habe, diese blauen Kristalle, die da sind, die sehen fast so aus wie das Osmium, was uns ja händeringend fehlt. Wir nehmen jetzt hier mal so viel mit, wie geht. Möglichst ein bisschen ausgewogen, dass wir nicht so viel
Zeug sammeln müssen, auch gerade für den Base-Ausbau. Ist ja hauptsächlich Eisen und Titan, was wir da brauchen. Aluminium, Lirmasamen. Okay. Und dann machen wir uns mal auf dem Rückweg, das alles abzuladen. So, ich hoffe, das ist jetzt nur ein Sandsturm und kein Meteoritenregen. Ja, ansonsten, meine Lieben, ich hoffe, ihr wart nicht zu traurig, dass am Montag keine Folge kam. Das hing eben halt mit dem Feiertag zusammen und ja, ihr wisst ja selber, ne, Feiertage und wo man denn eben halt die Zeit dann doch eher mit der Familie verbringt. Aber dafür bin ich ja heute wieder für euch da, wie gewohnt. Okay, das scheint also wirklich nur ein Sandsturm zu sein. Na, komm schon. Auch da. Okay, und man sieht da im Hintergrund, unsere Grasstreuer arbeiten wunderbar. Da haben wir denn sozusagen das erste Grün auf dem Planeten, was nicht vom Uran her stammt. Okay, wir fangen. Obwohl, nee, warte mal. Eisen, Titan, Titan. Raus, das raus, das raus, das raus. Das raus, das raus. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir heute an mit der Erweiterung. Ich möchte es tatsächlich jetzt mal probieren. Also wir hatten ja gesagt, dass das hier ja wunderbar funktioniert. So, dann würde ich hier gerne einen Leiteraufgang machen. Okay, da brauchen wir noch einen Kobalt dazu. Das heißt dann nämlich, dass wir auch so Sachen, die wir eigentlich nicht tagtäglich brauchen, also Geräte, wo wir halt nicht regelmäßig ran müssen, dann hier mal so in diesen Zwischengang. Nee, das geht natürlich nicht. Okay. Wunderbar. So. Dann legen wir los. Okay, fehlt uns schon Eisen. Sehr schön. Gucken wir mal, haben wir hier noch was eingelagert an Eisen oder müssen wir erst suchen gehen? Da haben wir noch eins. Hier haben wir keins mehr. Okay. Was brauchen wir für die Ecken? Da brauchen wir dann Kobalt. Okay. Wir sammeln mal einfach ein bisschen Eisen und Kobalt und Titan. Den hier, wie gesagt, da brauchen wir ja das Osmium dazu. Das haben wir ja noch nicht. Und was war noch? Genau, die Raketenstartbahn, da fehlt uns Superlegierung und hier fehlt uns auch Superlegierung. Ja, kriegen wir zusammen, dauert ein bisschen. Wir können ja auch mal gucken, dass wir vielleicht noch mal eine Erkundungstour machen, wie gesagt, um ein bisschen Superlegierung zu finden. Das ist alles Titan, Kobalt. Kobalt nehmen wir mal ein, zwei mit. Lithium. Eis können wir auch gleich noch mal mitnehmen. So, Kobalt. Ja, man merkt, also so langsam wird es dann hier auch mit Eisen und so in der Umgebung ein bisschen mau. Haben wir jetzt schon relativ gut abgesammelt alles. Titan, Titan. Warum sieht das hier? Ach so, weil es
dämmert, okay. Ah, wir können uns ja hier in der Höhle mal auftanken. Sauerstofftechnisch. Okay, hier haben wir nichts mehr zu lagern. Ja, und ich hatte ja gefragt, wie das ist, ob euch das stört, wenn wir denn unsere ganzen Loot-Sachen sozusagen hier live während der Folge hin und her tragen oder ob ich das lieber mal offscreen machen soll. Da ich bisher da von euch jetzt nichts Gegenteiliges gehört habe, würde ich einfach sagen, wir machen das 50-50. Wenn sich das anbietet, so wie jetzt zum Beispiel mit dem Schiff oben, dass wir da sowieso was gucken wollen, dann nehmen wir ein bisschen was mit und ansonsten werde ich halt gucken, dass ich dann mal offscreen, wenn vielleicht die Entwicklungsschritte nicht mehr so schnell aufeinander kommen, dass ihr da zu viel verpasst, dann mal was offscreen mache. So, Wasser. So, jetzt werden Sie mal gucken, ob ich das von hier unten gebaut kriege. Wohnabteil. Und jetzt bei dieser Ecke muss ich halt gucken, dass ich die richtig positioniert kriege. So, wir rotieren die erstmal richtig. Sieht das schon ganz gut aus. Ja, sehr schön. So gefällt mir das. So, auch gucken wir. Ach so, fehlt uns Titan. Okay. So, wir tanken mal Sauerstoff. Haben wir hier noch ein Titan? So, ich wollte ja gucken, wir haben eine Superlegierung, haben wir noch. Ja, mehr wird es tatsächlich nicht. Sehr schade, sehr schade. Okay. So, Wohnabteil, wir prüfen nochmal. Ausrichtung stimmt. Und so, okay, haben wir schon mal einen halben Trakt fertig. Ja, man sieht's. Wunderbar. Andere Hälfte folgt dann in einer der weiteren Folgen. So, wir lagern jetzt mal alles ein, was wir haben. Zack, 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 so. Dann würde ich sagen, wir stellen uns jetzt schnell nochmal aus Kobalt und Eis nochmal Sauerstoff und Wasser her, nehmen nochmal genügend Metalle mit für eine Notunterkunft. So, zweimal Kobalt, einmal Eis. Und wir erinnern uns, drei Eisen, zwei Titan. Und ein Silizium ergeben dann ja, unseren Notshelter. Momentan ist das Eisen eher das Problem. Wobei, hier liegt noch ein bisschen was rum. Zwei, drei. Und ein Silizium. Wunderbar. Gut. So, wir gucken. Also, wir haben drei Eisen, zwei Titan, ein Silizium. Wunderbar. So, dann stellen wir uns hier eine Sauerstoffkapsel, einmal Wasser, zweimal Wasser. Nahrung haben wir einmal dabei.
Wir mampfen hier noch seine Weltraumnahrung und dann machen wir uns auf den Weg. Ich würde sagen, wir erkunden mal da hinten in die Richtung weiter. Da waren wir ja noch nicht so viel. Dieses Labyrinth würde mich halt auch reizen, aber das ist, ja, ist eine gefährliche Geschichte. Kiste da unten, wie war das mit der? Ach, da war ja auch noch Zeug drinne. Okay. Müssen wir uns unbedingt merken, dass wir die in einer der nächsten Folgen mal mitnehmen. So, und wir gucken mal, wie weit wir jetzt hier mit unserer Sauerstoffration kommen. Weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt einen relativ großen Tank. Okay, das sieht interessant aus. Das ist jetzt hier sozusagen die Hinterseite von dem Labyrinth. Okay, darüber springen kann man da nicht. Okay, wir gucken mal. Hier wäre, glaube ich, ein guter Punkt für so einen Shelter. Wohnabteil. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal erkunden. Und was sehen meine entzündeten Äuglein? Oh, Superlegierung. Kommt zu Papa, nehmen wir gleich mit. Das sieht hier auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir haben hier wirklich, also auf diesem Planeten, jede Menge Wracks. Okay, wir zerlegen mal die Trümmer. Oh, Uran, Superlegierung. Wir nehmen mal alles mit. Kiste zerlegen. Immer zerlegen. Ja, sehr cool. Also man sieht jede Menge Stuff, was wir hier finden. Wir müssen hier jetzt bloß aufpassen, wenn wir aussteigen, dass wir da wieder rüberkommen. Mal, haben wir genügend Eisen? Ja, haben wir. Wunderbar. Ein Schrank. Und erstmal alles hier abgeladen. So, ein Wasser können wir gleich mal zu uns nehmen, weil wir sind relativ weit unten. Guck mal, da oben ist auch noch irgendwas. Mal gucken. Zwar keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen, aber es ist auf jeden Fall mal interessant zu wissen, dass da oben auch noch was ist. Kiste zerlegen. Stuhl. Chip, meiner. Ja, anscheinend gibt es hier mehrere Möglichkeiten, in das Wrack zu kommen. Ist weg. Sehr gut. Und man sieht, hier geht es dann noch weiter in den Canyon. Superlegierung. Okay. Nochmal zurück zu unserem Schrank.
Okay, wir laden mal so viel es geht ab. Wobei, also die Chips können wir eigentlich gleich im Inventar behalten. Die werden wir definitiv mitnehmen, genauso wie die Superlegierung. Die werden wir auch definitiv mitnehmen. So und so. Gut. Und dann bin ich guter Hoffnung, dass wir jetzt hier das Wrack ausgeräumt kriegen. Okay, das war's dann aber auch. So, ich würde dann tatsächlich aber ganz gerne hier noch ein bisschen weiter gucken. Okay, hier finden wir anscheinend Superlegierung. Jede Menge. Hat zwar leider nicht so viel Platz mehr in meinem Inventar, aber das, was wir finden, nehmen wir natürlich mit. Okay, das war nicht so viel. Inventar ist schon wieder voll. Ja, muss man echt aufpassen, dass man sich hier nicht verirrt. Aber ist ja gut, dass wir jetzt mal einen Platz kennen, wo wir einigermaßen gut an Superlegierung kommen. Ich habe zwar auch schon munkeln hören, dass man die später dann selber herstellen kann. Aber da wir so weit ja noch nicht sind, ist es natürlich immer gut, da noch eine Alternative zu haben. So, warte mal, das Eisen droppe ich jetzt mal ganz kurz. So, Superlegierung. Eisen. Superlegierung. Das wäre dann noch sehr interessant, das Idium. Wobei, das können wir uns notfalls aus der Höhle holen. Aluminium, Uran. Brauchen wir so viele Samen eigentlich? Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit, weil ich glaube, die haben wir noch nicht. Pilzsamen. Okay, würde ich sagen, nehmen wir mal so mit. Würde ich sagen, machen wir uns so langsam auf den Heimweg. Und in dem Fall gehen wir jetzt einfach mal in die andere Richtung drumherum. Mal an der Felswand lang müssten wir, genau da hinten das große Schiff. Okay, hier ist nochmal ein Einstieg in dieses Labyrinth. Da hinten ist schon unsere Höhle. Ja, sehr gut, dann können wir ja tatsächlich die Raketenabschussrampe noch in Angriff nehmen. Und wir wollten ja, glaube ich, auch das Jetpack noch in Angriff nehmen. War, glaube ich, auch noch. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher, an welchem Material das jetzt haperte. Da müsste ich tatsächlich nachschauen. Ach, guck mal, ist er nicht schön? Unser Rasen. Und so wie ich das gerade höre, sind wir hier keine Sekunde zu spät, weil, weiß ich nicht, Sandsturm, Meteoritenregen, ich kann das hier so schlecht auseinanderhalten. Gut, check. Also, genau, Erzextraktor ging nicht, fehlt Osmium.
Wir könnten den Biodom in Angriff nehmen. Dafür bräuchten wir denn aber mehr Fundament. Dreimal Titan, dreimal Eisen. Also die Raketenstartplattform wäre, glaube ich, so das, was ich als erstes in Angriff nehmen wollen würde. Aber wir trinken erstmal was und wir essen was. Dann kriegen wir hier gleich auch noch ein bisschen Platz. Nice. Euer Bauplan. Biolabor. Okay. Also dreimal Titan, dreimal Eisen, hatten wir gesagt. Haben wir natürlich jetzt alles in dagelassen, weil wir gesagt haben, finden wir hier zuhauf. So, und wir müssen natürlich unsere Chips entschlüsseln, die wir hier haben. Okay, eine Vitrine. Großes Wohnmodul, okay. Auch sehr interessant. So, also einmal, zweimal Eisen hätten wir hier schon. Dreimal Eisen haben wir. Okay, also brauchen wir Titan. Und Titan liegt ja hier noch in Hülle und Fülle rum. Und ich überlege gerade, wie wir das mit dem Biolabor und dem Biodom und so alles hinkriegen, wie wir das bei uns bauen. Ob wir die an unser Gebäude dann mit anschließen, ob wir die separat lassen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Zweimal, dreimal. So, wir gucken. Okay, Raketenstartplattform. Wo stellen wir die auf? Ich würde sagen, ein gutes Stückchen weg von unserer Base, dass wir uns hier noch ordentlich ausbreiten können. Vielleicht hier so. So. Oh, okay, die ist riesig. Okay. Und uns geht der Strom aus. Sehr schön. Genau das habe ich mir gedacht. Uranstab, ein Superlegierung, Wasser. Okay. Jetzt kommen wir nämlich in ein in Bedrängnis. Haben wir genügend Uran? Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal. Ja, haben wir. Sehr gut. Uranstab, dreimal Superlegierung und eine Wasserflasche brauchen wir noch. Okay. Stellen wir den hier gleich daneben, oder? Sehr schön. Jetzt wollte ich mir den nämlich mal angucken, was wir da alles so Schönes mitmachen können. Okay. Also wir können bauen. Asteroidenanziehungsrakete. Uran-Asteroiden angibt globale Wärmenachwärtserzeugungsbogen. Okay. Magnetfeldschutzrakete. Okay. Gibt halt unten einen fetten Bonus, wenn ihr schaut, hier Luftdruckmultiplikator mal 1000%, Wärmemultiplikator mal 1000%. GPS-Satellit, das ist dann für unsere Weltkarte und das ist die Verbesserung. Okay, brauchen wir auf jeden Fall für alles Superlegierung.
Müssen wir wohl in einer der nächsten Folgen nochmal in den Canyon gehen und da ein bisschen suchen? Moment, ich nehme nochmal schnell ein Eis mit, weil wir haben gar kein Wasser mehr. Okay. Ja, meine Lieben, und damit komme ich für diese Folge auch langsam zum Ende. Wie gesagt, wir haben jetzt diese schicke Raketenplattform und es wird dann auch in den nächsten Folgen dazu kommen, dass wir dann da vielleicht mal probieren, eine Rakete hochzuschicken. Denn wie wir gesehen haben, sind die Boni, die man da kriegt, ja doch recht heftig. Ansonsten, wie gesagt, flüssiges Wasser sind wir jetzt dann bei 40%. Das Ganze tickert hier nach oben. Das Eis vor den Eingängen schmilzt langsam. Und da werden wir uns auf jeden Fall die nächsten Male mit beschäftigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Abo oder einfach einen netten Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Whisky. Tschüss.